Erst diese verdammten Brutals und nun gab's im letzten Part hier auf der finsteren Seite des Mondes auch noch Aufgaben, die sich gewaschen haben. Ich habe 3 Räume hinbekommen, oben direkt hinter der Odyssee. Dann diese Röhre, ja, das soll eine Röhre darstellen. Und ganz besonders lustig, diese Röhre. Die sind erst da, wenn man den Boss geschafft hat. Und ja, das war ein Festival. Was ist denn jetzt hier? Hinweiskunst. Sieht aus wie ein Maschinengewehr. Kann ich auch nicht viel mit anfangen. Mal gucken, ob ich jetzt von hier was Neues erblicken kann. Ach, es gibt doch einen Weg direkt nach oben jetzt. Keine Ahnung. Ja, also die Aufgaben hier haben es wirklich... Die sind wirklich ein bisschen anspruchsvoller. Ich feiere das schon irgendwo vom Anspruch her. Nur erreichen wir da nicht so viel von... Was ist denn der Unterschied? Erreichen wir dann nur nicht so viel von... Du weißt schon... Was die letztendliche... Ich gucke, ob irgendwo ein Fehler ist oder ein Unterschied. Aber ich sehe keinen. Seht ihr einen Unterschied? Wollen einen doch trollen. Naja, mal gucken. Ich glaube, da vorne war noch irgendwie eine Tomate oder hier die Ecke. Ja, und das auch wieder ohne Käppi. Na, Prost Mahlzeit. Warum gibt es hier so viele Hinweisbilder? Wo könnte das denn sein? Denke ich doch im Leben nicht dran. Und das? Pucci. Ey, das sind die... Das ist Ruinenland, oder? Das sieht so aus. Wo wir den Herrn der Blitze besiegt haben. Oder auf gut Deutsch, den Drachen. Gehen wir hier rein. Oh mein Gott. Bitte nicht übertreiben. Okay, übertreibt. Sieht schon mal geil aus. New York City bei Nacht. Was ist hier los? Hä? Muss bestimmt zurück oder sowas. Ja, und wozu das Ganze dann? Oh, unter 3000. Hä? Da ist ja auch irgendwie was drin. Ah, warte. Von einer Seite kann man da was sehen. Hold on a minute. Ich riskiere es nur, um einen Blick reinzuwerfen. Achtung. Nee, oh. Da ist nichts, okay? Ich bin paranoid. Nee, paranoid ist ja hier Verfolgungswahn. Wie kann ich denn noch schneller machen? Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was diese blauen Punkte bewirken. Ich find's raus. Ich find's nicht raus. Vor allem, ich hätte es noch schaffen können, wenn ich die Mütze geworfen hätte. Und darauf quasi einen Hechtsprung und... Na, ihr wisst schon, ihr kennt die Taktik. Alles klar. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit zwischendrin gestoppt. Ja, ganz viele Weitsprünge hatten wir auch im letzten Part schon im ersten Raum. Wenn mich ja so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt. Ach, Käppi, da war ja was. Käppi, Mütze werfen, habe ich gesagt. Ah! Vor allen Dingen hätte es trotzdem klappen können. Ich depp. Yes! Die Frage ist, was wollten ihr jetzt von mir? Das kann ich leider nicht übernehmen. Runde 2, warum auch nicht? Und hier gibt es doch garantiert auch wieder...
Aha, irgendwo ein Special-Stern. Aber wo zum Teufel? Die sind gemein. Oh, ich sehe beide, oder? Ich sehe beide Sterne. Monde! Hat das immer nicht gelernt hier. Den Weg. Ach. Ich kann aber auch nicht zurück. Und die Entwickler wären dumm, wenn sie mich da... Da gibt es keinen Move dafür. Ich versuche erstmal den Stern da hinten zu bekommen. Das ist wohl der einfachere. Ach, ihr mit euren Scherzen, so im Ernst jetzt. Das ist doch nicht wahr, Geschwindigkeitsrausch. Sonic, wo bist du, wenn man dich braucht, ey? Eigentlich kann ich mich hier runterfallen lassen, es geht wohl schneller. Kostet 10 Münzen, ja, ich weiß. Insgesamt eine kostspielige Sache hier, die Räume in der Welt. Vorne sehen wir ihn schon, ne? Das ist das Schnellste, oder? Die Rolle ist nicht so schnell. Ah, fuck. Ah, dann wird's ja schon nix. Ah, ich bin hier auf der Suche nach der richtigen Taktik. Das ist ein bisschen ungünstig. Die Blöcke liegen da so, dass du keinen perfekten Weitsprung machen kannst an der Stelle. Da haben wir einen Spaß heute, die beiden Samstagsparts. Das ist gar nicht so unmenschlich, wie ich im ersten Moment dachte. Das ist halt echt der Witz, warum ich mich überhaupt schon mit diesen superschweren Missionen auseinandersetze. Obwohl die garantiert erst später vorgesehen waren. War mir scheißegal, ich hab's hinbekommen. Geschwindigkeitsprobe. Und jetzt raus durch die Röhre. Alter, ich schwöre. Und geh jetzt in die Röhre. Ich meine, es ist in Ordnung. Ich erwähnte es im letzten Part bereits. Es war immer so ein Gesammel und ziemlich leicht, dass es jetzt mal ein paar knackige Herausforderungen gibt. Ist hoffentlich mal vertretbar. Ich genieße es. Es ist eine gelungene Abwechslung. Viele sagen, das Spiel wäre zu einfach. Ja. Dann spielt doch einfach mal weiter, bis es nicht mehr zu einfach ist. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. So, Toddy, Toddy, Toddy. War jetzt hier nicht auch noch irgendwas? Ich hoffe es natürlich nicht großartig. Warte, ich rede mal mit dem. Nicht, dass er was Wichtiges zu sagen hat. Du wirst da oben keinen Mond mehr finden. Aber ich wette, die Brudels haben Lust auf einen Scharmützel, falls du dich nochmal hochtrauen solltest. Okay, wenn der sagt, es gibt da keinen Mond mehr, dann wird das so sein. Ich würde nur gerne gucken, unten ist es ganz normal, der Weg zum Turm, okay? Ey, danke Nintendo für den Tipp, ne? Also so ohne Flachs. Ah, das ist das andere.
Das andere Finale, Mensch. Gut. Dann können wir ja gehen. Dann können wir ohne Witz gehen. Ja, aber ich werde da oben keinen Mond finden. Ich sag mal so. Versteht ihr, was ich meine? Was die hier noch versteckt haben, ey. Krasse Kacke. Das wäre dann alles, was ich absolut ohne Probleme auf Anhieb gefunden habe. In Super Mario Odyssey. Noch 185, ey. Und dann kommen wir zum letzten Gebiet, was? Wobei man mal sagen muss, dass ich nicht alles sofort finden konnte. Ich habe zum Beispiel die allerersten beiden... Achso, du bist ganz vorne. Das Hutland und das Kaskadenland sofort verlassen. Weil es halt storymäßig da auch so weiterging instant. Ein Grund mehr, da mal vorbeizuschauen. Ich glaube vor allen Dingen, das Hutland ist ja recht kurz, oder? Ich meine, die können es bestimmt auch lang machen. Gottes Willen, ey. Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass es das jetzt war, aber ich glaube, das war es noch nicht. Ich meine, auf der finsteren Seite des Mondes. Übel, übel, sprach der Dübel. Das war's für den Moment. Zylindrien. So, und wir haben auch gesehen, dass diese Blöcke halt erst verschwinden, wenn wir Bowser besiegt haben. Sieh dir das mal an. Fühlst du das auch, als wäre eine Quelle konzentrierter eine Quelle konzentrierter Energie hier irgendwo? Das müssen wir uns ansehen. Genau die meine ich. Ja, die sind nicht verschwunden, die sind jetzt erst da. Und jetzt auch gibt's erst die Währung. Jetzt bin ich mir auch ein bisschen im Unklaren. Was soll ich wie erkunden? Mit den Flying Goombas komme ich da hin. Gibt es nämlich einen, der da rumkreist und ja. Das wäre doch instant ein Anhaltspunkt, was? Es gibt so viel mehr zu sehen inzwischen. Zum Glück hat sich die Lage etwas beruhigt. Unten sehe ich einen pixeligen Katzen-Mario. Was ist denn das für ein Spiel, wo Mario eine Katze war? Warum kenne ich das nicht mit dem Katzen-Mario? Das ist, kann ja nur bedeuten, das ist auf einer Konsole veröffentlicht worden, die kein Schwein besitzt. Spaß. So, kann ich jetzt mit dir darüber oder... Oh! Und zwar nicht höher als gesehen, aber... Jetzt will ich wissen, was das ist. Ob ich da überhaupt was machen kann jetzt. Ja? Zusammengehauen und das bringt... 30 Monde! Tschüss! Eine neue Welt. Rede mit mir! Bin neugierig! Lauter Monde sind herausgekommen. Die sollten wir alle einsammeln. Das macht voll Sinn. Und das ist jetzt in jeder Welt so? Ach, geil. Geil. Aber echt an jeder Ecke? Also wirklich so alle 2 Meter? Was zum Teufel? Werden die jetzt regelrecht gespammt oder was? Okay. Ich dachte eigentlich an unsichtbare Blöcke. Frösche. Frösche sind's hier.
Das ist natürlich cool und in jeder Welt ist das versteckt. Das wäre irgendwie übelst nice. Aber allein hier wurde... Ach. Hä? Ich guck gleich mal. Da hätte ich auch was Geiles hingetan. Der kann zwar hochspringen, aber nicht besonders weit, ne? Oh, geht eigentlich. Mit Sprinten geht's. Schön. Das meinte ich in etwa. Egal. Und da war wirklich... Moment, vielleicht drüber. I don't know. I don't know. Bleib mal ein bisschen locker und geschmeidig. Ich meine, es ist ja nicht das ganze Hutland. Es gibt noch diesen Turm. Ihr erinnert euch, alles klar, wisst ihr Bescheid. Ob das jetzt hier eine schlaue Idee ist, bezweifle ich fast. Aber so ein Paragumba hat halt, hat's auch nicht leicht. Weißt du, wie ich mein? Da ist er's. Episch, flieg hinaus in den Nebel. Ja, die sind auch noch gekennzeichnet. Weißt du? Übel. Und einer, der da rumschwirrt, hat der auch was zu bedeuten? Garantiert, würde ich sagen. Aber wisst ihr Bescheid, wir beenden jetzt die Welten erst 100%, bevor es in die nächste Welt geht, ne? Das wird im Hutland bestimmt keine große Wissenschaft sein, aber... Kommt noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Sekunde, ich hole noch hier kurz die Coins, ne? Prioritäten. Da stürzen so viele Monde ab. Ja gut, wenn die dann relativ gespammt werden, dann ist es... ja, auch ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Jo. Die Plattform im Nebel, da bist du platt, ne? Und jetzt gehe ich mal hier herein. Vor allem, das ist ja nur Wasser, das ist ja nicht mal Lava. Ich bin ja ganz anderes gewöhnt inzwischen. Ich weiß nicht wohin, mir fehlt ein bisschen Übersicht gerade. Ich wollte mal wieder zu viel. Aber selbst wenn ich oben bin, ist das noch längst nicht alles. Also, wo ist der Rest? Dette. Komische Sache. Ich habe gerade noch einen gesehen. Also nicht den oben, sondern... Egal. Wird schon der hier sein. Ah! Gut versteckt. Das mache ich höchstpersönlich als König Mario. Gibt es hier eigentlich einen Crazy Cap-Laden? Ich meine, wir sind im Hutland, also bitte... ausgerechnet im Hutland kein Crazy Cap Laden gibt, wäre das schon ein bisschen strange. Ich habe meinen Mond, ne? Kann ich gehen. Kannst du knicken. In so Räumen gibt es immer zwei Monde. Einer ist gut versteckt. Aus irgendwelchen Gründen. Was soll ich hiermit was zu tun? Ach, das ist Quatsch. Ich dachte nur, weil ich da nicht war, irgendwie großartig. Ah, eine Vermutung habe ich noch.
Blüpp. Blüpp. Ich dachte an da drüben die Münzen, ob da irgendwas versteckt ist. Aber auch da hatte ich irgendwie einen Knick in der Optik. Andererseits sind die so allein und verlassen, dass ich denen das nicht abkaufe, dass die allein sind. Hä? Vor allen Dingen, was denn? Das haben wir gleich. Wenn ich das übersehe, dann kann ich ja auch noch locker mehr übersehen. Ah. Da ist er. Ich hab ihn. Den bösen, bösen Mond. Du brauchst dich gar nicht verstecken vor mir. Der Onkel ist nicht böse. Sei kein Frosch. Ich bin auch keiner. Auch wenn ich so aussehe. Alles klärchen, Wunderbärchen. Abgeräumt. Geheimnisse im Froschteich. Ja, ganz netter Raum. Kann man mal so bringen. Am Anfang ein bisschen verwirrend, aber das ist auch genau das Rezept hier. Sollst nicht den hundertprozentigen Durchblick bekommen. Ich habe mir aber erarbeitet und deswegen hoffentlich alles mitgenommen. Ich bin jetzt mal ganz frech. Da sind sogar zwei. Ah. Oder werden jetzt einfach die Monde angezeigt, wo die sich befinden? Das ist natürlich dann auch einfacher. Weil hier schon zwei aufgelistet waren, verstehst du? Das kann sein. Das wäre natürlich praktisch. Einfach auf die Karte gucken, wo ist der nächste Mond. Dafür kannst du ja zu den anderen gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer was bringt. Ich habe die ja nicht großartig benutzt. Den Toad-Suchtrupp und diesen komischen Amiibo-Typ-Roboter, die helfen einem ja und zeigen dann an, wo ein Stern ist. Und dass wir auch auf der Karte einfach alle Sterne sehen können, wäre natürlich formidabel. Jetzt, nachdem wir das Spiel quasi durchgespielt haben, geben sie einem die Chance, dass die 100%-Jagd ja nicht frustet. Das ist natürlich dann eine geile Sache. Ist dann eine geile Sache. Also weiter im Mondland im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Also ernsthaft, jetzt wird abgeräumt. Okay. Ein Träumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.